Kleines Let's Play, Fortsetzung der Welle 1, wo ich hier auch Gold habe, hier auch, hier leider keine 3 Sterne, aber ist egal. Wir beginnen heute mit dem Rübencup und beim nächsten Part gibt es einen 150cc noch Propeller Cup. New York, New York, ja. Für die Leute, die es übrigens noch nicht mitbekommen haben, ich habe letztens auch ein Video hochgeladen mit allen Abkürzungen und ein paar weiteren Kurzabkürzungen. Wer das noch nicht gesehen hat, dem rate ich einfach mal an, in der Mario Kart 8 Deluxe Playlist nachzugucken. Dort findest du auch das Ganze hier. So, Pilzchen hier, da können wir nämlich auch gleich noch abkürzen hier. Mhm. Das letzte Wochenende war ja richtig nice. Wir hatten die ganze Zeit Mario Kart gespielt. Irgendwie so Donnerstag. Dann glaube ich auch Freitag. Samstag habe ich eine Pause gemacht, weil ich das Abkürzungsvideo schnell bearbeiten wollte, schneiden wollte und so weiter. Und am Sonntag gab es ja auch noch ein Livestream, also ein richtig heftiges Wochenende. Ja, des Weiteren, was gibt es noch hier zu erzählen? Ja, es war ein heftiges Wochenende, das kann ich auch mal sagen. Ne? Wochenende, wow, voller Turniere eigentlich, Teamturniere und so, aber wirklich cool. Wer das Ganze auch verpasst hat, den rate ich einfach mal an, auch in der Playlist nachzugucken oder das letzte Livestream, da findet man das auch. Mein Gott, werde ich hier auseinandergenommen gerade. Ich fahre hier übrigens mal mit einer anderen Card-Kombo hier. Ich muss sagen, im Livestream bin ich eigentlich relativ gut damit klargekommen. Irgendwie habe ich es mal in die Top 3 so geschafft. Ich weiß nicht, ob das einfach nur Glück war. Aber ich belasse es jetzt mal so. Ich bin hier in diesem Spiel eh ein bisschen, ich weiß es nicht, unschlüssig, was so die Zusammenstellung irgendwie angeht. Mal läuft es so gut, mal läuft es auch nicht gut. Mal werde ich hier abgeschossen. Ja, kann ich ja gleich hier durch, auch ohne Pilz. Sieht schlecht aus jetzt für mich. Der CPU mag mich gerade nicht so. Mist. 3 Sterne kann ich mir jetzt mal abschminken. Ja, nein, aber es ist aber knapp davor noch gewesen. Richtig mies in der letzten Runde hier. Das Ziel ist es ja eigentlich, Gold zu bekommen. Also New York Strecke, muss ich sagen, finde ich eine coole Strecke. Aber ich habe irgendwie gemerkt, so lange ist die New York Strecke eigentlich gar nicht. Und von meiner Seite habe ich übrigens auch letztens eine Umfrage gestartet. Falls du das auch noch nicht mitbekommen hast oder du hier neu auf meinem YouTube-Kanal bist. Ich mache übrigens sehr gerne im Community-Chat. Mache ich gerne Umfragen, aber die neue Umfrage über Mario Kart 8 Deluxe Welle 2, war das Sandra hier? die zweite Welle mit der Umfrage, das habe ich da ein bisschen anders gemacht. Das habe ich über eine externe Webseite gemacht, weil ich dort mehr Antwortmöglichkeiten selektionieren konnte. Ich weiß nicht, ob du dort auch schon daran teilgenommen hast. Momentan die Favoritenstrecke ist zurzeit Kalimari-Wüste. Ich weiß nicht, was ich da vorne wieder auch falsch gemacht habe, weil ich habe eigentlich ein Video rausgebracht. Ich müsste eigentlich die Abkürzung in dem Kopf haben. Weil da vorne kann man eben so geil abkürzen. Hier seht ihr, müsst jetzt gucken, so. Und so rüber. Okay, gut, mit dem ging es irgendwie nicht so gut. Ist auch gefallen, einige Abkürzungen gehen mit leichteren, leichteren Bikes oder Karts ein bisschen leichter. Ich habe die Kurve falsch genommen, ich weiß es nicht, aber jedenfalls braucht man dort nicht mal einen Pilz und kann ziemlich auch in dieser scharfen Kurve auch abkürzen. So. Nein. Ja, toll. Ja, und in der neuen Woche, was wird da alles noch kommen? Mario Kart wahrscheinlich sicherlich auch noch. Jetzt bin ich schon wieder so gefahren. Also nehme ich viel weiter aus. Müssen wir das noch ein bisschen angewöhnen. Und noch ein Blitz. Das ganze Programm hier. Programm Deluxe. Okay, so. Ja gut, mit den Münzen läuft es eigentlich relativ viel gut. So, und fletzen hier ins Ziel. Jetzt sind wir aber Erster geworden. Da haben wir die Kalimari-Wüste. Wisst ihr, ich informiere euch ja natürlich auch ein bisschen
noch was zukünftig hier auf meinem YouTube-Kanal kommen wird. Das ist natürlich auch noch spannend, falls du hier neu auf dem Kanal auch bist. Splatoon 3 zum Beispiel, aber das kommt ja nicht nächste Woche. Aber Splatoon 2 sicherlich. Weißt du noch nicht, wenn genau. Ich hätte mal vor, vielleicht mal wieder Mario Kart Tour Livestream zu machen. Da kommt ja nächste Woche ja auch wieder eine neue Tour. Ich weiß nicht, ob du auch Mario Kart Tour spielst. Hat sich ja im Verlauf der Zeit ziemlich auch verändert, also mehr ins Positive. Und ja, mal schauen, was es da noch gibt. Ich mache nebst Livestreams ja auch gerne Videos, Infovideos, Tipps und Tricks, Videos, Guides, Tutorials. Also ich mache ein bisschen alles auf YouTube. So mit Let's Play und so, da weiß ich noch nicht so richtig, was ich da zukünftig vielleicht noch machen könnte. Vielleicht hast du ja noch eine Idee, was du dir vielleicht wünschen würdest oder so. Vielleicht sehe ich da irgendwas noch in den Kommentaren, was du vielleicht so denkst, ey, das wäre sicherlich noch cool, ja, bei Dreamo mal anzugucken. Letztens habe ich ja auch mal eine Umfrage im Community-Tab gemacht mit unterschiedlichen Mario-Spielen. Und da ist es eigentlich so ein bisschen so ausgegangen, dass Mario Galaxy 1 ja eines der beliebtesten Spiele eigentlich auch bei euch war. Ich denke mal, wenn etwas da beliebt ist und so, dann schaut man sich das wahrscheinlich auch sehr gerne mal an. Mario Galaxy 1 habe ich eigentlich noch nie durchgespielt. Hey, geh weg! Wieso? Geh weg, was ist das für eine komische Karre? Ah, das Schiff. Ist irgendwie ein bisschen noch ein spezielles Gefühl auf der Strecke jetzt hier auf der Switch zu spielen. Geh weg. Geh weg. Nein. Ja. Okay, so nichts passiert. Dank dem Windschatten noch aufgeholt, hä? Der Waluigi Flipper. Die Strecke finde ich ehrlich gesagt nicht so speziell, aber das ist irgendwie auch eine beliebte Strecke, finde ich, wie ich das schon ein bisschen auch mitbekommen habe. Aber let's go. So. Also Let's Plays braucht man halt auch immer ein bisschen Motivation auch dazu. Oder halt auch ein bisschen Unterstützung der Community, dass man ein bisschen so motiviert auch ein bisschen wird. Schlussendlich muss natürlich der YouTuber selbst wissen, ob er das nachher bringt oder nicht. Das ist manchmal ein bisschen so frustrierend, wenn am Anfang immer so bei so Let's Play Projekten das Ganze am Anfang sehr gut läuft und dann nachher die nächsten Folgen eher weniger. Das ist ein bisschen so Standard auf YouTube. Aber eben, da muss man natürlich hier durch. Harry Let's Play war eigentlich auch noch cool. Habe ich eigentlich durchgespielt, aber das ging eigentlich nachher noch ein bisschen nach dem, kleiner Spoiler. Es ging eigentlich nach dem Schluss noch ein bisschen weiter. Da bin ich irgendwie ein bisschen leicht abgedriftet, aber es ist eigentlich nicht so schlimm. Ich sage eigentlich immer so, wenn der Abspann am Schluss kommt, dann habe ich eigentlich die Mission erfüllt. So. Mhm. Ja, es gibt halt auch momentan so von Richtung Nintendo halt irgendwie kein aktuelles Spiel, wisst ihr, was man da Let's Playen könnte. Weil es gibt schon irgendwie Spiele, wo ich bei mir auf dem YouTube-Kanal noch nicht oder halt nicht Let's Playt habe oder so. Spiele halt sehr gerne im Stream halt mit der Community zusammen und da ist es manchmal ein bisschen schwierig, dann Let's Play dann noch reinzubringen. Nintendo Switch Sports ist auch so ein halbes kleines Let's Play eigentlich geworden mit den ganzen Dings. Mit den unterschiedlichen Rangkämpfen, aber es ist halt mit der Zeit auch immer das gleiche gewesen. Was habe ich jetzt für einen Blödsinn gerade gemacht? Ich weiß auch nicht, ob ihr eigentlich noch Urlaub habt oder so. Ach, ich habe Mario Strikers, könnte auch noch nächste Woche kommen. Da werden wir aber nicht im Club spielen, sondern mehr gegeneinander. Weil ich habe noch nie mit der Community eigentlich seit dem neuesten Update gegeneinander gespielt. Wäre auch mal interessant zu gucken, ob die Leute jetzt noch eine Chance gegen mich haben. Weil Bum Bum wurde ja ein bisschen gestärkt und so und gewisse Techniken wurden dort auch ein bisschen verändert. So, können wir natürlich auch mal ein 1 gegen 1 dann machen oder so. Ich weiß auch nicht, ob ihr irgendwie ein Nintendo Switch Spiel auch noch nebenbei so gerne spielt oder so.
Oder wo ihr vielleicht euch vielleicht noch für den Stream wünscht. Also aktuell ist es eigentlich ziemlich Mario Kart. So, ich bin jetzt zwar nicht so gut gefahren hier, aber die ganze Zeit Erster geworden, außer auf der ersten Strecke ist eigentlich traurig gewesen. Ich hätte eigentlich einen Restart machen sollen. Wenn man auf der ersten Strecke nicht Erster wird, dann kann man eigentlich noch gut resetten, weil es die erste Strecke hier war. Ich weiß gar nicht, warum ich weitergefahren bin. Aber ist nicht so wichtig. Gold ist hier das, was hier zählt. Goldene Rübe! Das ist übrigens auch sehr ähnlich, auch so mit dem Sound hier, glaube ich. Wie bei Mario Kart Tour am Schluss, wenn man alle Cups abgeschlossen hat. Ich weiß gar nicht, ob es der gleiche Sound ist oder nicht. Aber es erinnert mich gerade an den Abschluss der Cups. Ja, sehr gut. Zweiter und erster. So. Danke für diesen neuartigen Rübenpokal hier. 51 hier. Der andere ist doch ziemlich nah bei mir gewesen, ne? Professional Mario Kart Racing hier. Cool. Wisst ihr, was das Lustige ist? Der erste Cup, also hier der erste Dings, der Cup hier, Turbo Cup, hatte ich auch 2 Sterne. Dann hatte ich hier 3. Und hier habe ich jetzt auch wieder 2. Bei der ersten Welle der erste 2 Sterne und hier auch wieder 2. Also das heißt, beim nächsten bekomme ich dann 3, oder was? Ich lasse mich überraschen. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Hatten wir was ein Thementalk auch. Würde mich freuen, wenn ihr auch zu meinen Fragen vielleicht auch ein bisschen Stellung in den Kommentaren nehmen würdet. Bis dann, eine gute Zeit und tschüss zusammen.